Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video. Heute spielen wir Ion. Es wird wahrscheinlich bald Ion Classic rauskommen. Und ich sag's mal so, das wird dann das sein, was ich wahrscheinlich permanent suchten werde, weil das ist jetzt das aktuelle Ion momentan 7.9, glaube ich. Wie man so schön sagt, die haben das Game ein bisschen verschissen. Ja, mehr kann ich dazu nie sagen. Ich habe das Game eigentlich keine aufgehört zu spielen. Aus Gründen wie gewisse Updates. Die haben eigentlich das ganze Game zerstört mit den neuen Updates. Aber sie wollen jetzt einen Iron Classic machen, um wieder die ganzen Leute zurückzuholen. Was eigentlich relativ witzig ist. Sie machen einfach die alte Version nochmal und nennen die einfach den Iron Classic statt Iron. Ja, es ist einfach... Man fängt wieder von vorne an. Es gibt immer noch die zwei Fraktionen. Ilios und Asmodia. Ich persönlich bin eigentlich für beide, also ich spiele beide. Aber ich mag Asmodia wegen den Augen. Die hatten ja mal auch Krallen, wie man es hier sieht. Die haben sie leider rausgemacht, wie alles andere, was super toll war. Ja. Okay, wir machen Asmodia auf dem deutschen Server. Und es lädt. Von den Klassen her gibt es Bade und den Künstler. Der Künstler macht physischen Damage und schmeißt Leuten den Farbkleckse an den Kopf. Ja. Die Bade kann sich hier, kann sich Mana schieben, macht Tons of Magic Damage und ist eigentlich eine richtige OP-Klasse, meiner Meinung nach. Also, ja. Der Ingenieur ist entweder ein Ether-Tech oder ein Gunner. Der Gunner schießt mit zwei Pistols oder so einer fetten Kanone. Der Ether-Tech hat einen fetten Roboter, der halt magischen Schaden macht. Also die machen alle magischen Damage. Priester, ganz klar. Kanto, der gibt Buffs, macht physischen Damage. Der Priester kann healen, kann aber auch auf Damage gespielt werden, macht magischen Schaden. Magier muss man nicht weiter ausweiten, was ich wahrscheinlich auch spielen werde. Ich bin mir aber noch im Überlegen, ob Magier, also Mage selber, der macht Arcan-Damage und macht Tons of Damage, blöd gesagt. Natürlich gibt es auch einen Beschwörer, der spielt hauptsächlich mit seinen Pets, aber ich glaube, die haben das auch ziemlich so gemacht, dass man nur noch mit den Fähigkeiten spielt. Den Speer... Daraus kann man Bogenschützen machen oder ein Assassine. Ist eigentlich. Der Assa ist so Stealth und mehr auf One-Shot gemacht und Movement Speed und der Jäger, ja, selbst erklären. Im Krieger haben wir den Templer, der ist Tankelt und den Gladiator, der Damage und zugleich Tanky ist. So. Wir gehen ja auf den Magier, aber Priester wäre auch nice. Ich weiß nicht. Ich spiele halt gern Kantor. Grundsätzlich, weil du kriegst Movement Speed Buff, Mana Buff und. Ist eigentlich richtig fresh. Aber für diese Folge nehmen wir die Mage. Und ja. Wir machen weiblich, männlich. Ja, machen wir mal einen männlichen. Obwohl, nee, ich kann es nicht. Oh, ah, kack drauf. Wir machen einen männlichen. So. Die Voreinstellungen sind jetzt schon shit. Ich gehe meistens, das sind so meine Wild. Und zwar machen wir das jetzt so. Das Gesicht haben wir ja. Linke Seite grün, rechte Seite rot, passt. Und dann hier kann man durchklicken. Also das bei der Charaktererstellung ist halt wirklich, da kannst du ganz viel auswählen, meiner Meinung nach. Und
Ja, Haare nehmen wir die hier, machen die weiß. Also das ist jetzt so ein Standard-Ding, das ich eigentlich fast immer nehme. Körperdetails, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ist was das hier oder das? Nee, der sieht mir ein bisschen. Oh, hoppala. Es verändern sich da eigentlich nur die Beine. So. Namen eingeben. Ich muss überlegen, habe ich die. Ich hoffe, ich habe den Namen nicht vergeben. Ach, ich habe den. Ich hab den schon gemacht. Okay. Was XD, XP, P, P groß. Man kann das nicht groß schreiben. So. Wunderbar. Und, Scheiße, ich muss da einen PIN eingeben. Jetzt muss ich das tatsächlich rausschneiden. Ach, ich bin doch so dumm, ehrlich. Ah. So, jetzt sollte wahrscheinlich eine Cutscene da gewesen sein, eine kurze. Das Video ziehen wir uns nicht rein, das ruckelt immer. Ich weiß auch nicht wieso. So, Skillleiste machen wir mal hier so. Und Minimap kann ich nur empfehlen, wenn man hier anscrollt. Und da gibt es hier unten so einen Button, und zwar transparente Minikarte. Dann hat man das hier oben links. Bin ich eigentlich. Ja, das stört mich halt auch. Ne, es ist halt. Es ist halt. Die haben nicht mehr die deutsche Sprache übernommen. Da sieht man, wie wenig die eigentlich. Interesse. Oh nein, ich hab. Nein, ich hab es geklickt. Wie wenig die Interesse an dem Game haben, beziehungsweise an den Leuten, die das spielen wollen, sollen. Ist eigentlich traurig. Hauptsache viel Text, ne, den sich jeder durchliest. Und, okay. Was zum. Okay, interessant. Die haben wahrscheinlich irgendwie wieder. Also, kriegst du hin. Die haben wahrscheinlich wieder irgendein Event laufen, ne? Wo wahrscheinlich irgendwelche vier gekillt werden müssen und ja. Eigentlich will ich auch Auto-Attacks machen. Jo, Level 3 mit nichts tun. Ich hab's ein bisschen verkackt. Im Prinzip ist es unten, oben, unten. Und es hat jedes Mal das gleiche. Es ist. Die haben halt. Das Knock oder lie, das Game haben die halt wirklich geschrottet. Bin ich jetzt echt enttäuscht, keine, ne? Ich habe das ja schon länger nicht mehr auch gespielt und ja. Oh, hold on. Hold on. Da kriegt man natürlich jetzt wieder hier so ein OP-Schild reingedrückt, wo. Den Lebensbalken einfach komplett weg ist. Ja. Hochheilen bringt eigentlich nichts. Weil du schlussendlich eigentlich so oder so durch ein Level Up wieder Full Life bist. Jed. Schöner One-Shot da. Ich muss mal den Sound ein bisschen runterdrehen. So, wenn man das jetzt noch drin. Wenn die das jetzt noch drin haben. Ja, die haben die roten Augen noch drin gelassen. Geil. Jeet. Früher konnte man ja noch was bekommen aus den Mobs. Heutzutage kriegt man nichts mehr. Das ist so traurig.
Ich weiß nicht, was die sich da gedacht haben. Ich will euch jetzt mal was zeigen. Da gibt's einen Autobot, da kannst du Fähigkeiten reinhauen, die macht er dann. Plus, wenn er sich einen Trank reinhauen soll oder sonstiges. Das heißt, die machen im Prinzip Botting legal in dem Game. Was auch wieder komplett stupid ist. Also, meiner Meinung nach. Ich habe den auch mal komplett one-geschottet. Ja, da kriegt man Rüstung. Und wenn ich jetzt richtig liege. Okay, man bekommt noch 42 Gold. Das ist jetzt noch schön, aber. Ist nicht wirklich viel. Also, Gold. China eigentlich. Ja. Ich bin ja eigentlich ja nur negativ am Rumlabern. Ja, das ist ein bisschen wack, ne? Also, ich mag das Game an und für sich immer noch. Ich finde es ein super Game, aber die Aion Creator haben das Game halt so richtig fett kaputt gemacht. Es ist halt ein bisschen sad, auch die Community. Ich meine, der Chat war früher voll, ne? Da hast du dich eingeloggt und der Chat war ja komplett voll. Ne? Natürlich kann man hier jetzt auch noch Ketten machen. Das heißt, das so rein, hier, da. Und dann machst du das so und dann hast du nur noch ein Spell. Früher musste man noch die ganzen Leisten hier zuklatschen mit so Zeug, ne? Ich habe mir mal gewonshottet. Das ist. Flauschbär. Hallo, Flauschbär. Bub. Den kriege ich einfach noch als Bonus. Man musste auch, hat er überlebt? Jeet. Man musste früher auch, oder man konnte. Man musste nicht questen, sondern man konnte einfach, wie sagt man? Man konnte einfach Mobs kloppen, dann die Quests machen, aufsteigen und da, ne? Schön looten brauchen, nämlich auch Geld. Gut. Also, ja, ne? Es ist halt so. So nicht für die deutschen Spieler gemacht worden. Ich meine, die Texte sind ja alle auf Deutsch und so, aber die Sprache. Ah, das wäre wie wenn ich in Korea oder so bin und nicht hier in der Schweiz. So, was verkaufen hier. 9 Gold. Ich meine, früher ging es noch mit dem Gold machen, ne? Aber heutzutage, es ist kritisch, ne, zum Geld machen. Ich mach eins spielen, das war's tot. Jeet. Boah. Vor allem der Mage war früher auch meiner Meinung nach besser. Die haben halt wirklich alles, was gut war, haben sie zerstört. Aber ich bin ja eigentlich ein Mage-Fan, eigentlich auch in fast jeden MMORPG. Weil halt der Damage-Output ist da und naja, das war's eigentlich auch schon wieder. Ich meine, du musst einfach nur darauf achten, dass die Leute nicht an dich rankommen, dann hast du eigentlich Free Win. Jeet. Vor allem in Aion kriegst du ja eine, so eine Steinhaut. Die blockt einfach 233 Damage. Okay. Da ist einer durchgeflitzt, ne? Ha. Man kriegt einfach 47%. Was ist das nur?
So, den machen wir hier weg kurz. Und Level up. Und sieht. Schöner Damage Output. So mag ich's. Jo. Ich würde mal sagen, das war's wieder für heute. Wenn es euch Spaß gemacht hat, schreibt es in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Und lasst ein Like da. Abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Ich kann heute nicht reden, furchtbar. Und wir machen hier noch einen Mob. Und dann bis zum nächsten Mal.